So, willkommen im Club der Zweistelligen. Club der Zweistelligen? Ja, jeder Spieler, der in der Gruppenphase einmal 10 oder mehr Tore geschossen hat. Ah, okay. Morgen, Chris. Ich hab meinen 7. Ballon d'Or dabei. Messi, du Zwerg, Schnauze. Und dieses Jahr hast du gerade mal 5 und ich schon wieder fast 10. Jo, was geht, Amigos? Was los bei euch? Ihr guckt so, als hättet ihr einen Außerirdischen gesehen. Naja, du hast aber auch außerirdisch gut gespielt, Basti. Ja, da ist was Wahres dran, Ajax. Du hast in der Gruppenphase also auch zweistellig getroffen, ja? Ganz recht, ja. Mhm. Willst du mir die Torjägerkanone abluchsen, oder was? Auf jeden Fall, Robert. Dann gewinne ich nämlich nächstes Jahr den Ballon d'Or. Nee, sorry, Basti. Darauf hab ich schon ein Dauerabo. Also, 10 Tore sind stark, aber... Wo warst du eigentlich die letzten Jahre, Sebastian? Wie die letzten Jahre? Naja, come on, das waren doch nicht deine ersten Champions League-Spiele. Doch. Moment, was? Ja, meine ersten 6 Spiele und da lief's ganz gut. Ganz gut? Digga, du hast den Haaland-Rekord geknackt für die schnellsten 10 Tore jemals in diesem Wettbewerb. Tja, was soll ich sagen? Ich kann's eben. Und der Kerl hat mal bei uns gespielt. Wahnsinn.